Moin Leute, herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Heute werden wir beim Audi S5 von Jonas eine neue Abgasanlage verbauen. Oder eher gesagt die originale Abgasanlage wieder. Aktuell ist eine Mitek Sport Abgasanlage verbaut. Und die werden wir heute wieder demontieren. Also mal raus für die Anlage. Nimmst du da drauf? Ja, natürlich. Wieso willst du die alte jetzt wieder einbauen? Ja, weil die Mitek doch scheiße ist. Das ist eine gute neue, die haben wir in Berlin geholt. Ja, ja, das ist eine gute, ist das. Ja, vom S5 Cabrio als Facelift. Mal gucken, ob das passt. Ja, die gute Mitek X-Pipe. Mike, mach hier noch ein Video nebenbei, der ist in Ordnung, oder? Willst du lieber die Klappen hochreißen? Die Klappenanlage ist gar nicht mehr drunter, Mike. Die ist gar nicht mehr drunter. Nee, das hast du schon gewechselt. Wir haben die doch gewechselt zusammen. Nee, ich hab's mit deinem Vater, glaube ich, gewechselt. Ich war das nicht. Aber du hast auch mitgeholfen. Du hast mitgeholfen. Schön mit dem Vorschlagkammer. Der Vorschlagkammer hat Mike das gemacht. So. Okay, super gut. Ah, mit einer Hand hier wieder. So, mit einer Hand kein Problem. Sehr geil. Warum das denn nicht? Das Ding, die Schnauze, Alter. Sehr gerne. Der gute Red Audi S5 Official. So, Zubehör haben wir ja auch noch ein bisschen. Ein paar Verbinder, ein paar Schellen, ne? Das Übliche, was man hier hat. Das war's schon wieder komplett. Scheiße, Digga. So, kommen jetzt mal wieder zusammen hier alles rein, ne? So, nochmal das letzte Röhrchen hier. Das ist die Anlage, die wir heute verbauen, ist ja tatsächlich eine originale Abgasanlage vom S5 in Kombination, komm mit einer Mitek X-Pipe. Ne, hier sieht man das Mitek. Und wir können euch jetzt noch zeigen, wie die Mitek Abgasanlage unterm Auto verbaut hat. Hier die beiden Endtöpfe, Mittelschalldämpfer und riesigen, fuck, der war heiß, riesigen Vorschalldämpfer. Und wenn man sich das Ganze mal anguckt, kann man sich ja schon denken, dass da nicht wirklich viel an Sound rauskommen kann. Wenn man mal sieht, was das für ein riesiger Vorschalldämpfer einfach ist. Dann diesen riesigen Mittelschalldämpfer. Und dann noch die riesigen beiden Endtöpfe. Ja, und das werden wir jetzt mal ändern. Jetzt haben wir auch schon die gute alte Mitek abgebaut. Hier vorne sind jetzt noch von der Mitek die Hosenrohre, aber die werden wir weiter verwenden, da sie noch einen größeren Durchmesser haben. Und hier liegt die gute Abgasanlage. Da hinten sind wir schon am Rumfriemeln, dass wir irgendwie ein paar Verbinder und Schellen und so schon mit dran setzen, dass wir es gleich einfach haben, dass wir es halt nicht machen müssen, wenn wir die Anlage schon halb oben haben. Weil wir nämlich die beiden Endschalldämpfer mit dem Mittelschalldämpfer verbinden mussten, weil die vom Vorbesitzer wurden die einfach nur durch Flex, also getrennt. Und jetzt haben wir hier Rohrverbinder, sodass wir die Anlage hier quasi ganz einfach da ran bekommen. Looking in the mirror like what you gonna do. The only one stopping you right now. Gibt's für euch einmal einen kleinen Zwischenstand hier? Genau, richtig. Anlage ist schon drunter, wie ihr sehen könnt, alles ist ja raus. Ja, sind wir gerade noch dabei, den Mittelschalldämpfer mit der X-Pipe zu verbinden. Da müssen wir ein bisschen die alten Rohrverbinder ein bisschen aufbürteln. Und dann soll das Ganze auch passen. Leute, die Anlage ist auf jeden Fall drunter. Wir haben alle Schrauben nochmal nachgezogen. X-Pipe ist drin, aber werden wir gleich mal gucken, was das Ganze bringt. Ich lasse den Wagen mal runter und dann schauen wir mal.
Ich glaube auch nicht. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Ja, schon ein bisschen versucht, die auszurichten, ne? Soll ich mal gucken, ne? Was jetzt gucken? Die Antwort, ich will jetzt mal an. Lass es mal runter. Bleibt erstmal so. Ja, super, Alter. Das ist, ja. Sind ein bisschen echt ein bisschen weit drin, ne? Rechte Seite ist Absturz. Ja, die ist echt ein bisschen Absturz. Komm, lass Scheiß, mach an. Was? Lass Scheiß, mach an. Ja, dann ist die Kacke safe und nicht drauf, ey. Schau, dass die Tür hängt. Noch kalt erstmal. Fuck! Scheiße, Mann. Alter, Gefühl kommt nur links was raus. Wie? Nur links? Ja, Gefühl kommt nur links was raus. Hier, nimm nur die Kamera. Ja. Aber mach es nicht so doll, Digga. Nee. Pass mit der Tür auf. Ja. Aber hört sich besser an als die Mühlzeuganlage auf jeden Fall. Ist natürlich auch kalt, muss auch warm werden, aber die Endro, das ist natürlich echt. Das ist natürlich echt ein. Ah, weiß ja nicht so recht. Da müssen wir auf jeden Fall noch. Da müssen wir die Tage auf jeden Fall noch mal ran, glaube ich. Das ist ein S5, das juckt keinen. Ja. So, jetzt nehme ich den Wagen nochmal hoch und wir überprüfen nochmal, ob alles dicht ist. Beim Schellen hier. Ja, hier ist er undicht, das hört man. Hier ist er undicht, das hörst du. Ja. Hier ist er undicht. Hier ist er dicht. Aber hier ist er undicht. Kommt da aus dem Gebrutzeln raus, Alter. Da hat einer richtig gebraten, hat da einer. Ja, hier, da ist ein Loch. Da spürst du die Abgase. Kriegst du hier irgendwo rauf die Kamera? Hier ist mein Licht jetzt. Weiß ich nicht. Aber wenn du da, ne? Spürst du, oder? Ja, kacke. Da müssen wir mit Gum-Gum oder mal mit Auspuffdichtmasse beigehen. Ja, hier vorne ist dicht und da nicht. Ja, da ist die Schweißnaht. Ja. Wer auch immer da, also wer auch immer da gebrutzelt hat, er ist scheiße geworden. Naja, egal. Mike, wo bist du? Da war Mike mal wieder zu Gast.